die Rothschild, Soros, Clinton, Macron, Merkel-Bande ist dabei, das Spiel zu verlieren. Und manche Lieder wurden von den Nazis missbräuchlich verwendet, wofür auch immer, ich weiß es nicht. Und deswegen müssen sie raus. Man sagt nicht, gut, die Nazis haben sie missbraucht, jetzt gebrauchen wir sie wieder richtig. Wäre ja eigentlich logisch. Nein, raus damit! Ja, raus! Märkische Heide, raus! Hoch, steige hoch, du roter Adler, hoch über Sumpf und Sand, ja Sumpf und Sand, hoch über dunkle Kiefernwälder, heil dir, mein Brandenburger Land. Und diese Demokratie kann sich nur dadurch, diese sogenannte Demokratie, kann sich nur dadurch aufrechterhalten, dass sie jeden Tag die Lügen immer weiter treibt und jetzt auch so weit geht, diejenigen zu kriminalisieren, zu diffamieren, zu verfolgen, die sich gegen diese Lügen wehren und sie zur Sprache bringen. Wenn Sie zum Beispiel nach Auschwitz fahren, ne, dann werden Sie vergeblich nach einem vernünftigen Raum suchen, der als Gaskammer hier dient. Den gibt es da nicht. Und die sind... Die Götter, die Sie uns gebracht haben, innerhalb des Judentums, des Christentums, des Islams und des gesamten Logenwesens, die alle an diesen Gott angeschlossen sind, die haben uns an den Punkt gebracht im Laufe der Jahrhunderte, an dem wir heute stehen. Wenn die verblödeten Deutschen an den Bahnhöfen stehen und die Flüchtlinge beklatschen, die angeblichen, die hier einmarschieren, dann ist das nur deswegen, weil ihnen durch die Umerziehung Gehirn und Rückenmark herausoperiert worden ist. Diese Deutschen sind keine. Diese Deutschen sind Zombies. Sie können nichts dafür. Man sollte eigentlich Erbarmen haben mit ihnen. Gleichzeitig müsste man sie mit 20 Stockhieben in die Wüste schicken. Wo ist das Mikrofon? Das hier? Ist das Mikrofon? Das ist ganz schön weich. Können Sie mal was machen? Können Sie hier bitte kommen? Hallo, ist das hier ein Linzer? Ist das eine Linzer? Ich will mal da. Also, gibt's denn das? Ich will mal anfassen. Dann haben wir auch immer ganz viel Werbung auch auf YouTube für Ancestry oder MyHeritage. Das sind jüdische Firmen, zufälligerweise, also hat damit nichts zu tun, aber es sind welche, die anbieten, einen Gentest machen zu lassen, damit man weiß, woher man kommt. Und dann stellt man fest, ach so, ich bin kein Deutscher. Der Lehrer hat ja über einen längeren Zeitraum, insbesondere auf YouTube, Videos ins Netz gestellt, wo er zum Beispiel Holocaust-Leugner eine Plattform geboten hat und nicht nur eine Plattform geboten hat, sondern auch deutlich gemacht hat, dass er sich wünscht, dass diese Thesen weiter verbreitet werden. Er hat ganz klar den Rechtsstaat angegriffen und es geht für Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes nicht und erst recht nicht für Lehrkräfte.